Ich glaube, ich habe es einfach geschafft, einen neuen Weg zu finden. Ungewollt, versteht sich. Ach so. Das ist ja nett. Das ist sehr nett. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Na gut, dann ist der Abschnitt auch gemacht. Wie kam ich jetzt hier hin? Das ist wirklich merkwürdig. Ich gehe jetzt mal hier lang. Na toll. Das kenne ich. Glaube ich. Aber ich weiß es nicht. Ach so. Die Lampe, mein bester Freund und Helfer, wie es aussieht. Aber hier war ich schon. Ja, hier war ich schon. Ich habe ein Glas gefunden, also muss ich sicherlich auch irgendwas finden, was mit Säure zu tun hat. Würde mich... Was? Würde mich nicht wundern, zumindest. Hier ist wieder diese Tür. Mit dem sehr schlechten Zustand. Wo muss ich denn noch hin? Ich meine, wenn ich Glück habe, hey, dann habe ich zumindest... Schade. Das hat so ausgesehen. Was ich sagen wollte, wenn ich Glück habe, dann habe ich zumindest... Vielleicht ist auch das... Dann habe ich zumindest jetzt keine Monster mehr zu fürchten, weil irgendwann sind ja genug getriggert, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass unendlich getriggert werden können. Sieht alles so zu dunkel, auffällig aus, ich weiß auch nicht. Lässt sich natürlich mal wieder nicht bewegen. Ich kann nicht mehr sagen, was das hier ist. Ich verstehe es nicht, also hier ist schon mal nichts. Man hier vielleicht irgendwas machen? Nee. Hier geht auch nichts. Ich probiere jetzt mal diesen Hammer überall anzuwenden. Das ist so, ich weiß auch nicht, auffällig. Aber da ich mich natürlich nicht an diesen Teil des Spiels erinnern kann, weiß ich auch nicht, was ich hier machen muss. Das ist doof. So, hier ist die Tür. Ist schon mal nichts. Hier steht ein Stuhl rum. Da ist da. Hä? Es geht kaum noch weiter. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist hier unten irgendwas. Da ist die andere Tür. Ich meine, es muss ja einen Grund haben, dass hier ein Vieh getriggert wird, mal abgesehen davon, dass ich Zeug bekommen habe, aber vielleicht ist hier auch irgendwas drin. Ich meine, ich glaube es nicht, aber ich habe hier ein Glas gefunden. Aber ich muss doch auch irgendwas finden, was in das Glas rein kann, oder nicht? Glas, ein leerer Glasbehälter. Wie informativ. Ach, hier ist auch nichts. Aber bin ich blind oder blöd oder warum finde ich nichts? Hä? Ich gucke jetzt auch genau an die Wände, ob hier irgendwas auffällig ist. Jetzt gucke ich wieder an diese Tür. Da unten kommt man ja auch nicht hin, anscheinend.
Ja, ausgezeichneter Zustand. Ach ja, das ist. Ach, das ist die Tür, na klar. Hm, okay. Hm, ja. Gut. Was auch sehr lustig ist, ich finde auch nicht mehr den anderen Weg zurück. Also den Tunnel finde ich nicht mehr. Ich weiß nicht, wo ich herkam. Ganz ehrlich, hab's vergessen. Ich hab's einfach vergessen. Woher kam ich, verdammt? Ich glaube, ich bin dumm. Kam ich von da? Nee, es kann auch nicht sein. Kann ich hier vielleicht hochsteigen? Das wär's ja. Das kann ich nicht mal anfassen. Der Stein blockiert mich. Lass mich raus. Das ist doch alles kacke hier. Achso, das. Nee. Nee, das ist wieder was anderes. Achso, ja. Ich gehe jetzt nochmal hier lang. Hm. Na toll. Muss ich mich wohl an die Dunkelheit gewöhnen. Und er sich übrigens auch. Kriege ich immer hier was gequatscht, wenn ich hier lang gehe? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich sehe nichts. Das ist was Neues hier. Nee, das ist nichts Neues. Hä? Oder doch? Na, weil jetzt alles dunkel ist, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Hahaha. Tut mir leid, dass es so dunkel ist. Ich kann jetzt das nicht ändern. Doch, das kenne ich doch. Oh Gott. Okay. Das ist mit einem Metallschloss verstärkt. Das habe ich übrigens vorhin nicht gelesen. Was ich komisch finde. Aber gut. Oh. Voll gegen die Wand gerannt. Ich muss mal ein bisschen warten, damit ich mich an die Dunkelheit gewöhne. Sonst sehe ich ja nichts. Aber ich glaube, ich kann hier so oft im Kreis rumrennen, wie ich will. Das wird nichts ändern. Ich bin verwirrt. Wird. Ich muss es doch. Muss doch irgendeinen Weg geben hier. Dumm, die dumm, die dumm. Im Kreis herum. Immer hier? Hallo? Ah, da mir. Hä? Das kommt mir unbekannt vor. Ha. Von hier komme ich! Ja! Ich habe es zurückgefunden. Alter, hat das jetzt lang gedauert. Ist das denn normal? Oder war ich hier schon? Nee, hier war ich noch nicht. Hier war ich noch gar nicht. Oder? Wieso ist es hier so kackdunkel, hä? Mal kurz ins Licht gucken. Also es hat jetzt schon sehr lange gedauert, den Rückweg zu finden. Zu dem Loch, wo ich rausgekommen bin. Das hört sich irgendwie komisch an. Jetzt bin ich ja mal gespannt.
das jetzt hier was anderes ist. Hier ist eine... Nice! Krass! Man kann es nicht für möglich halten, aber ich habe den Weg gefunden. Es hat äußerst lang gedauert. Ich finde es sehr komisch, dass ich ins Feuer fassen kann. Ich muss mich mal kurz verstecken. Bin ich da? Hey. Wehe. Ich räume mal weiter meinen Schreibtisch auf. Das könnte sich noch ein bisschen hinziehen. Blaue Stifte. In den Behälter für blaue Stifte. War nicht der dunkle. Der dunkle kommt woanders hin. So. Rosa Stifte. Und rot. Machen wir uns das weg, hä? Geil. Ist das jetzt wirklich weg oder tut es nur so, als wäre es weg? Ich glaube, es ist weg. Ich glaube, ich habe die Säure gefunden. Krass. Na, wer ist denn das hier? Wenn das nicht Picky ist mit einem sehr komischen Bein. Also irgendwas ist mit deinem Bein nicht richtig, Picky. Tut mir leid, wenn ich das so sage, aber irgendwas ist mit deinen Beinen echt schräg. Gruselig. Na gut. Erstmal das nehmen. Laudanum nehmen wir auch gern. Wie viel haben wir denn davon? 3 Stück, okay. Kam mir mehr vor, aber okay, gut. Wie sieht es denn überhaupt mit mir aus? Mir geht es anscheinend ganz gut. Finde ich gut. Dankeschön. Es hat jetzt aber auch lang gedauert, ey. War hier nicht irgendwo eine Notiz, die... Ach, hier. Ha. 4th of August, 1839. The nightmares woke me in the early morning. And for a moment, I forgot where I was. Shortly after, there was a knock on my door. Alexander had heard my screams and asked me to join him in the parlor. As we drank our tea, Alexander began to tell me what he knew. It seems like the orb I found casts a long and dark shadow. It's not only a powerful item, but a dangerous one. Simply by touching it, you invoke the powers within, and if you are too weak to control it, it will devour you. The shadow is a sluggish thing, lagging behind the wielder, killing anyone or anything in its path to reclaim the orb. I said I didn't care about its powers and that I should throw it away. Alexander advised against this, as I'd still be a part of the path to the orb and eventually suffer death. Having the orb, I would at least have the chance to fight back when the time came. I asked Alexander what he meant when he said he could protect me. And he answered that things can be done. But at a price. Okay, cool. Das erklärt trotzdem noch nicht, was das für Monster sind, die hinter uns her sind. Das sah gerade so aus, als würde da eins stehen. Ich werde nicht verrückt, nein.